Hallo liebe Aufrufer, Speed of Light, lustig und witzig, heute 1747. Ausgabe, Aufnahme hier Montag, den 20. Februar, dass man zeigen darf das Datum, Montag, 20. Februar 2012. New York Times, Beilage der Süddeutschen Zeitung, montags immer, kann ich kurz referieren hier, ich habe das durchgesehen, in dem ganzen Teil ist nichts über Deutschland, nichts über Wulff und Gauck, auch nichts über Griechenland übrigens, es ist Syrienkrieg, es ist Obama und was soll man sonst noch sagen, Sudan-Öldisput, griechische Identitätskrise und so weiter. Gut, ich möchte hier noch mal kurz etwas sagen zum Globus mit Vorgarten. Hier ist der schöne Globus. Ich habe mein Berufsleben lang freiberuflich als Maler gleichzeitig auch Kunstveröffentlichung, Ausstellungen, Kataloge, Diskussionen, Vorträge, Messebeteiligung, internationale Messen. Ich war bereits 1977 auf der internationalen Kunstmesse und so weiter. Ich will das gar nicht alles großartig breittreten. Unter anderem gebe ich ja seit 1979 die Zeitschrift heraus, Neue Sinnlichkeit. Projekte gemacht auch an dem Ort, an dem ich dann selbst bin, sozusagen sinnlich. Das war zunächst in Hannover. Später war es in München, dann war es auch in Magdeburg, in Leipzig, in Dresden. Jetzt ist es in Berlin, in Pankow, hier unmittelbar, wo Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck waren, am Majakowski-Ring, hier an der Panke, direkt im Alt-Pankow, wo ich gelandet bin und habe immer mehrere Dinge gleichzeitig gemacht, nämlich Selbstvermarktung bedeutet auch Unabhängigkeit von Agenten, Unabhängigkeit von Sortimentsdruck und sonstigen Einreden, die Galeristen und Kunstvermittler natürlich haben, die wollen verkaufen und das ist immer gebunden an das, was bereits erfolgreich am Markt ist. Ich habe verschiedene Sachen gemacht in meinem Leben, Bilder, sehr verschiedene Bilder, die jeweils nicht Rücksicht genommen haben auf den Erfolg anderer Bilder. Und habe dann wieder Erfolg gehabt damit, und zwar mehrfach. Zum Beispiel, eines meiner Erfolgsmodelle sind diese Strohbilder, das kann man sich auch vorstellen. Die haben also eine gewisse ästhetische, ja, wie soll ich sagen, Zugänglichkeit. Ich habe aber auch mit meinen Sportflaggen eigentlich wirtschaftlich sogar den größten Erfolg gehabt, denn da konnte ich mir einen ganz tollen Sportwagen leisten, als ich 28 Jahre alt war. Damals gut, aber nur am Rande. Ich habe beispielsweise in Hannover unter der U-Bahn das Projekt Spielplatz der Künste gemacht. Da bekam ich alleine pro Jahr etwa 30.000 Mark zugewendet an Betriebskosten, Veranstaltungszuschüssen und so weiter. Und alleine die Heizung eines 270 Quadratmeter großen Theaterraums unter der Erde, alleine die Heizungsrechnung kostete im Jahr 16.000 Mark, die damalige Baugesellschaft, der das gehörte, dafür unter Vertrag gegangen ist, für mehrere Jahre jährlich das bezahlt haben. Mit anderen Worten, ich habe Projekte angeboten der Öffentlichkeitsarbeit. Da gibt es verschiedene Interessen daran, wie zum Beispiel auch hier jetzt in der Schrottimmobilie in Pankow, wo ich bin, dass eine Aufwertung gewünscht ist, der Außendarstellung, sozusagen Kunst im Stadtteil, Kunst im Stadtbild, aber auch gleichzeitig durch die Kunstbenutzung eine gewisse Freiheit gegenüber der Baupolizei, nämlich der Pflicht des Hauseigentümers, sein Haus auch äußerlich in Schutz zu halten, was dieses Haus nie gewesen ist. Als ich hierher kam, war ich aber nicht so informiert darüber, dass ich wusste, die Balkone sind gesperrt und so weiter. Jedenfalls, so viel wollte ich noch sagen, Globus mit Vorgarten war dann meine Idee zu sagen, wir haben heute in Internetzeiten die Möglichkeit, an allen Orten der Welt durch das Internet präsent zu sein, gleichzeitig aber auch in unserem Vorgarten uns als Menschen aufführen zu sollen. Also Vorgarten und Globales. Da gibt es dieses Wort aus der
Politik der sogenannten Balkanisierung, das heißt, man kümmert sich nur um sein Jugoslawien und nicht um den Rest der Welt. Balkanisierung ist sozusagen die Verkleinerung auf das eigene und die Ignoranz gegenüber dem anderen. Und das Gegenschimpfwort ist die Globalisierung, indem man sagt, ja, global betrachtet sieht das alles so aus, da können wir auf den Einzelnen nicht Rücksicht nehmen. Globus mit Vorgarten nimmt also beides in den Sinn und kritisiert auch die Fernfuchtelei, das heißt, dass an dem Ort, wo ich stehe, ich eine Entscheidung treffe für Orte, die ich gar nicht selber aushalten muss. Also fern meiner Armesreichweite wird Unfug gemacht, ja, wie die Amerikaner im Vietnamkrieg über den Wolken die Napalmbomben abschmissen auf Vietnam und unten verbrannte der Urwald. Das ist Fernfuchtelei im knallharten Sinn und das ist etwas, was im kulturpolitischen Spektrum meiner Aktivitäten der neuen Sinnlichkeit liegt. Globus mit Vorgarten. Dieses Projekt habe ich hier im Jahre 2008 mit einem Interessenten in einem Vertrag geregelt und an diesem Vertrag bin ich bis in das Jahr 2013 ich unter Vertrag. Das ist der eine Aspekt, weshalb ich hier eine Leidensbereitschaft habe. Und der andere Aspekt ist allerdings, das stellt sich ein normaler Mensch nicht vor. Ich habe von meiner Malerei, von meinen Bildern, das sind knapp 700 großformatige Bilder, gelebt bis heute. Natürlich durch den Verkauf, den Verkauf von Rechten, durch das Vermieten, Verleasen und so weiter, all dieser Bilder. Die Hälfte dieser Bilder sind dabei in andere Hände gekommen. Die andere Hälfte habe ich noch. Und das ist nicht, dass man sagt, das sind die Reste, die übrig geblieben sind. Nein, das sind wirklich fantastische Bilder, die ich selbst auch vermarkte. Die ich aber auch, ganz materiell gesehen, als tote Arbeit transportieren, versichern, darauf aufpassen muss, lagern muss, alles das. Insofern ist, wenn ich umziehe, ist das nicht nur meinen Bademantel einwickeln und zur Erinnerung ein Heft neue Sinnlichkeit mitnehmen und meine Gitarre in den Koffer tun, sondern dann ist das mein Forschungszentrum, alles was dazu gehört, das ist nicht nur ein Computer, sondern eine umfangreiche Bibliothek, aber es ist zum Beispiel auch mein Bilderlager und so weiter. Mit anderen Worten, ein solcher Umzug ist ein Wahnsinnsaufwand. Und ich kann nicht einfach, das sind für mich, im Grunde ist das, die Kosten eines Umzuges beinhalten für mich den Umfang ungefähr eines Jahresertrages, also was ich im Jahr über haben möchte, das kostet so viel, ein Umzug dieser Dimension. Das passt nicht in einen Möbelwagen, also einen großen Möbelwagen, das muss man wissen. Und ich selber bin nun kein Möbelpacker mehr, ich kann kein Klavier tragen und so weiter, also das ist alles etwas, was sehr viel Geld kostet. Insofern habe ich hier jetzt eine Situation, die delikat ist. Und ich möchte mal sagen, ich habe hier im Jahre 2008 das Projekt dann angekündigt und dieses geht bis nach New York. Das Museum of Modern Art in New York ist Abonnent der Neuen Sinnlichkeit, dieser Kunstzeitschrift, die ich herausgebe. Einladung zum Avantgarde-Projekt in Berlin. Globus mit Vorgarten. Der Sprachgebrauch der Deutschen hat Begriffe wie Gott, Musik, Kunst, Hoffart, Wissenschaft oder Kunst sinnentleert und mit Organisationswillkür ersetzt. So verwende ich das Wort Avantgarde in einer Privatdeutung als vorausschauend, Neues in der Kunst schaffen, das Weltbedeutung ins Bewusstsein rückt, die noch nicht in aller Deutlichkeit erkennbar ist, aber auf Gewissheiten späterer Geschlechter weist. Il faut cultiver son jardin, sagt Voltaire im Candide. Il faut cultiver son jardin. Er kultiviert seinen Garten. In seinem Garten. Er macht Kultur in seinem Garten. Globus mit Vorgarten ist ein Projekt der neuen Sinnlichkeit in Berlin, Niederschönhausen, in einer Erdgeschosswohnung zur Schönholzer Straße 2, Ecke Wollank, Breite Straße, direkt am Rathaus Pankow. Von Dietmar Möfs. Hier sind Künstler anzutreffen, Bilder und Musik kennenzulernen, Politik und Meinungen publiziert, gemeinsame Werte und Differenzen pointiert. Der Künstler als Gegenbild zum Kriminellen. Die Heiligen und Weisen, Wein und Weib, diese Mächtigen und Reichen als Vorbild. Globus mit Vorgarten@gmx.de.
Lobos mit Vorgarten. Wenn es regnet, wird man nass, spannt einen Schirm auf oder bleibt zu Hause. Wer ein Projekt startet, bleibt gewissermaßen nicht zu Hause, wird also entweder nass oder er spannt einen Schirm auf. Der Schirm schützt zu den Rändern hin unsicher. Seine gute Mitte dient dem Zweck, eben auch bei ungünstigem Wetter rausgehen zu können. Der ist hier so weit gespannt wie von Globus zu Vorgarten, Selbstbestimmung statt Almosen. Die Vorstellungen der heutigen Avantgarde umfassen alle Symbole der Weltweisheit und der Einbezogenheit in die Wirkungen der Ferne. Wir nennen es Globalisierung. Und die unausweichliche Einschwingung auf die Kräfte unserer Zeit. Doch in der Nähe ist der Anspruch auf Selbstgestaltung und Selbstbestimmung, auf Eigenverantwortung und Individualität nicht überflüssig oder zu vernachlässigen. Und viele Menschen, die die Globalisierung als Vergewaltigung empfinden, ziehen sich zu ihrer Balkanisierung, ich nenne es Vorgarten, zurück. Globus mit Vorgarten bezeugt, was die Avantgarde heute an Selbstdesign im eigenen Vorgarten hervorzubringen vermag. Örtlich im Vorgarten wird sinnliche Inklusion und Sprachgeltung durch verbindliche Werke geboten. So ist Kunst inmitten des Lebens Rätsels. In der Kunst gibt es keine Pausen. Ja, das wollte ich sagen, und hier habe ich das auch gezeichnet und kollagiert. Da hat jemand das Drahtseil an der Zunge befestigt. Und da ist es an einer Palme und da balanciert die Erdkugel, die gleichzeitig ein Raubtiergebiss hat. Das ist mein Motiv. Ich zeige das noch in verschiedenen Varianten, habe ich das gemacht. Immer wieder hier auch die Erdkugel mit der Palme und dem Balanceakt. Und so viel ist hier heute mein Beitrag, Globus mit Vorgarten. Es wird noch eine Zeit lang gehen. Und heute ist Rosenmontag. Bald ist dann Aschermittwoch. Danke.